Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Payday 2. Heute gibt es den Bankraub als Profi-Job in Schwer für euch zusammen mit Crossfire. Moin. Der es immer noch nicht geschafft hat aufzusteigen. Nee. Nee. So, Vorausplanung habe ich vorhin schon erledigt. Munitasche auf dem Dach, Munitasche im Kopierer, Arzttasche auf dem Dach und den Alarm verzögert. Und ich würde mal sagen, das Crew-Setup ist genau das gleiche wie beim letzten Mal. Und jetzt habe ich... Nee, stimmt nicht. Ich habe was verändert. Du hast... was hast denn du verändert? Ich habe doch jetzt hier das große Schwert damit hier, das Langschwert. Ach Gott. War das aus diesem... wie ist denn dieses komische DLC noch? Aus diesem Mittelalter-Paket. Ja. Das habe ich mir ehrlich gesagt gespart. Also das Schwert ist schon lustig. Ja, aber ganz ehrlich, 4,99 für so ein Anführungszeichen Schrott. Naja, du hast auch du hast da einen Langbogen dazu gekriegt, ne? Der richtig Power hat. Den man aber nicht wirklich gut gebrauchen kann, finde ich. Er hat mehr Power als die anderen Bögen. Ja, aber ganz ehrlich, wann geht man da mal mit dem Bogen durch? Gute Frage. Nächste Frage. Wenn du schleichen willst. Okay. Tür hinten ist zu. Soll ich die eben aufmachen? Das wäre nett. Aua, ich wollte den eigentlich... Oh shit! Geh Deckung! Was hast denn du jetzt gemacht? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ach, das gleiche Problem, was ich sonst auch immer hab. Ja. Ich wollte eigentlich das Schwert ziehen, hab aber leider die Taste für Granaten erwischt. Das kenne ich irgendwo her, das Problem. Lalala. Hast du den Bohrer gesetzt? Nö. So, wir haben 250 Sekunden. Nehmen wir mal ein paar Geiseln. Wer weiß, wofür es nützlich ist. Na! Warum willst du die mitnehmen, Mann? Mann, ich wollte die gerade fesseln, du warst aber schneller. Lass sie ja doch sitzen. Wie gesagt, ich wollte die eigentlich gerade fesseln. Nein, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht. Scheiße! Hoppala. Was hast du jetzt gemacht? Einer Geisel einen Headshot verpasst. Oh nö. Ja, da ist ein Bulle reingerannt. Und der ist zwischen die Geiseln gelaufen. Das ist ja einer. So, ich komm mal wieder rein. Kannst du ja so ein bisschen das Leben aussaugen, ne? Ja, ich bin ja schon locker dabei. Ups. Genau, spring einfach mal weg. Get funky, Bulle. Ich weiß, das sollte ich lassen mit dem Singen. Kennt das nicht jemand? Absolute Beginner? Get funky, Bulle. Schlalalalala. Was? Roof? 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 Ja, ich gehe doch schon aufs Roof. Aber ich glaube, ich habe da irgendwo was. Nee, da lacht doch nichts. Wo kommt ihr denn alle her, Leute? Wer ist, wenn du das Ding mal kaputt machst? Ja, ich habe gerade erst selber gesehen, dass das da ist. Lenkst du das mal ab? Ja.
Uah! Das hätte mich beinahe vom... schieß doch! Aua! Das Ding trifft mich! Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, ich war hier gerade, wurde hier gerade ein bisschen durch die Gegend geschmissen. So. Der Bohrer hängt. Ist der zweite auch schon da? Keine Ahnung, ich starte den Bohrer neu. Ja, ich guck mal eben, was Wick da veranstaltet. Alter! Meine Muni ist alle. Ja. Kannst du mal eben kurz das Vieh ablenken, dann... Übrigens ist Wick down, ne? Was? Wo ist denn der down? Der liegt beim Van. So, den ersten Schuss. Na toll! Oh Mann, warum ist er jetzt im Knast? Mann. So, zweite Turret ist auch down. Hä, war der nicht schon beim ersten Schuss kaputt? Der war noch oben. Ja, echt? Ja. Oh, okay. Dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich drauf gegangen bin. Ja, doch, kann man so sagen. Warum sagst du das denn nicht? Ich dachte, das hättest du gesehen, du hast doch genau daneben gestanden. Aber das Geschreie von diesen verdammten Zivilisten, ne? Ich habe übrigens vorhin schon wieder einen springenden Cloaker erwischt, ne? 20 Sekunden. Okay, ich komme rein. Oh, stell dich doch nicht auf den Bohrer. Fährst du gleich runter, wenn das Ding aufgeht. Stimmt gar nicht. So. Hate to say I told you so. Right across the street. Na, jetzt nimm das doch mal auf hier. Du kannst es ja direkt mal hinbringen, würde ich sagen, ne? Ja, ich habe jetzt erstmal die ersten Taschen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hast du mir ein Geschenk da gelassen? Nee. Oh. Ja, ich lasse den Geschenk da. Oh, befrei mal Wick eben. Ja, wo ist... Ach, da ist die Geisel. Da war ich doch gerade noch. Wick ist wieder da. Hast du noch Muni? Letztes Sägeblatt. So, jetzt kommt noch die Reserve und dann bin ich trocken. Ja, dann guck auf den Tisch. Oh, nice. Ganz viel Muni. Viele Waffeln. Ach scheiße, mit dem Gold kommt man ja nicht aus dem Fenster. Und die Tür ist noch zu. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Cloaker. Ja, zum Zweifelsfalle in den Lüftungsschächten. Ach ja, ich glaube, wäre schneller gegangen, wenn ich außen rumgelaufen wäre. Sniper! What? Alter, hier ist nochmal Gold, ne? Sniper Toaster, ne? Ich habe eine Lupe vergessen, mir eine Klappe. Da ist noch eine, die ich vergessen habe. Mann, was machst du denn da? Keine Ahnung. Segen. Noch eine vergessen? Nö. Ach ja. Ja, das Gold, das dauert immer ein bisschen länger, bis man das weggebracht hat, ne? Tja. Bringt aber auch richtig Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah! Jetzt hab ich das Ding auch noch weggeschmissen. Working in the coal mine. Och geil, der schmeißt die Tasche weg und lädt gleichzeitig nach.
Also ich würde sagen, das hat sich aber richtig gelohnt. Oh. Alles voll hier. Na, ja, kannst mal sehen. Das ist auch nochmal einer, Banken haben kein Geld. Was ist denn hiervon jetzt Gold und was ist Geld? Keine Ahnung, schnapp dir einfach irgendeine Tasche. Alter, hier draußen ist Party. Das Gold ist noch hier drin, das habe ich gar nicht verpackt. Okay. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. So. Schieß doch wieder auf mich. Schöne Idee. Bringt nur nix. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir jetzt hiermit durch sind. Weil dann haben wir nämlich keine Banküberfälle mehr. Gerade die machen doch richtig Spaß. Ich weiß, ich finde die aber auf Dauer ein bisschen, ja, langweilig. Weiß, ich mache dann wirklich lieber so Sachen wie Hotline Miami oder auch den Zugüberfall, den wir ja auch nochmal irgendwann machen müssen. Ich hatte dir da eigentlich eine Tasche hingeworfen, ne? Wo? Da! Sag das doch. Da ist ein Cloaker. Wo? Keine Ahnung, ich habe was säuseln hören. Oh, lass uns säuseln. Tja, dann können wir abhauen. Ja, wenn wir die letzten beiden Taschen noch mitnehmen, dann ja. Hast du auch wirklich alles aus den Tresoren raus? Ja. Oh. Ich mag das Feuer von der Seite nicht. So, haben wir alles? Ja. Okay. Mal gucken. Na, wo ist denn der fucking Sniper? Da hinten. Hast du den Sniper down? Was? Ich stehe beim Fluchtwellen und warte auf dich. Oder willst du jetzt erst noch gucken, wo Päckchen sind? Ach, ne. Dann lass uns gehen. 12 Minuten, das sollte auch reichen. Wahrscheinlich wieder Flucht. Nee, doch nicht. Kann das sein, dass du eine höhere Präzision hast, ey? Das ist eine gute Frage. Ich schieß einfach weniger. Wie viel Kills vielleicht war die Feuerratenverbesserung für die Maschinenpistole doch nicht so eine gute Idee. Wie viel Kills hast du denn insgesamt? 34. Ja gut, ich habe 42. Aber ich habe auch wahrscheinlich weniger geschossen. Du müsstest dann ja 41% haben, oder? 42. Ja, okay, 42. Nee, weil die Treffergenauigkeit der Crew ist nämlich bei 50. Und wenn ich 59 habe, müsstest du eigentlich 41 haben. Nein, ja, 42. Gucken wir nochmal eben in den Payday rein. Ich mag das ja, wenn unter den Karten Masken drunter sind. Keine Materialien, verdammt! Oh, gelb-blau. Gelb-blau, gelb-blau. Was war denn nochmal gelb-blau? Ja, habe ich dich auch gerade gefragt. Gelb-blau? Ist auch egal. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss. Tschüss.